Es gibt keine Industrienation, die so gut angesehen ist wie wir. Aber ohne die soziale Marktwirtschaft wäre dieser Erfolg nicht vorstellbar. Und ohne die soziale Marktwirtschaft ist dieser Erfolg auch für die Zukunft nicht zu gewährleisten. Seit meinem Abschied aus der Politik vor jetzt 7 Jahren bin ich freiberuflich tätig. Ich bin ein richtiger Freiberufler. Frei und unabhängig heißt das. Ich habe ein kleines Büro, das mein Leben organisiert. Und ansonsten bin ich national und international beratend tätig für Unternehmen, für politische Institutionen, für wissenschaftliche Einrichtungen. Und dazu betätige ich mich noch ein bisschen publizistisch. Das heißt, ich versuche, andere Menschen von dem Weg zu überzeugen, den die soziale Marktwirtschaft geprägt hat. Die soziale Marktwirtschaft ist heute mehr denn je herausgefordert. Die globale Finanzkrise, die europäische Schuldenkrise, Verschuldenskrise der Staaten, in Deutschland beispielsweise die Energiewende, die auf den Weg gebracht worden ist. Diese großen Herausforderungen und einige weitere, die dazukommen, stellen die soziale Marktwirtschaft auf eine harte Probe, auf eine neue Probe, wie ich sie in meiner Vergangenheit noch nicht erlebt habe. Und dies erfordert, wieder ins Bewusstsein zu bringen, was die soziale Marktwirtschaft eigentlich bedeutet und was sie dazu beigetragen und wie sie dazu beigetragen hat, die Bundesrepublik Deutschland heute in bestmögliches Ansehen auf der ganzen Welt zu bringen. Es gibt keine Industrienation, die so gut angesehen ist wie wir. Aber ohne die soziale Marktwirtschaft wäre dieser Erfolg nicht vorstellbar. Und ohne die soziale Marktwirtschaft ist dieser Erfolg auch für die Zukunft nicht zu gewährleisten. Ein Thema brennt mir ganz besonders auf den Nägeln, wenn ich über die soziale Marktwirtschaft nachdenke, denn das ist die Frage des Sozialen, der sozialen Gerechtigkeit. Wie gewährleistet man soziale Gerechtigkeit? Wie gewährleisten wir, dass oben und unten, wie es so schön heißt, in der Gesellschaft in Deutschland nicht weiter auseinandergeht, sondern beieinander bleibt? Ich glaube, heute eine moderne, die moderne Antwort heute ist, wir müssen den Menschen, und zwar allen mit ihren Talenten, die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und einen beruflichen Weg mit Zukunft einzuschlagen, wenn irgend möglich. Und dies geht, indem wir im Bereich von Bildung und Qualifikation, von Wissenschaft und Forschung mehr Kraft investieren. Nicht nur mehr Geld, sondern mehr Kraft investieren, damit jeder und jede wirklich ihren Weg gehen kann. Deshalb denke ich, Bildung, das ist heute die Antwort auf die sozialen Herausforderungen von heute und morgen. Das ist ein großes Thema. Ein anderes bedeutet natürlich, wie haben wir im Zuge des demografischen Wandels die sozialen Sicherungssysteme umzubauen. Der Staat kann nicht mehr für alles und jedes verantwortlich sein. Wir haben den Staat meines Erachtens überfrachtet und auch überantwortet. Viel mehr Verantwortung kommt auch auf den Einzelnen zu, der dies natürlich können muss. Immer unter sozialen Gesichtspunkten. Aber der Einzelne und die Einzelne müssen ihre Kräfte anspornen, um zu einem Wohlergehen unseres Landes beizutragen. Das heißt ja fördern und fordern. Es kann nicht nur gefördert werden durch den Staat, sondern wir alle müssen uns selbst fordern und die Institutionen in unserem Land fordern, um eine gute Zukunft gewährleisten zu können, auch unter dem demografischen Wandel, der ja bedeutet, dass wir alle immer älter werden. Ich persönlich freue mich darüber. Und wir immer weniger junge Leute haben, die uns nachfolgen.